Jo, moin, liebe Flüt und ahoi, liebe Landratten und Rättchen, und willkommen zurück bei Anno 1701. Der kleine Flipper, der ist auch hier völlig mit uns begeistert. Ich weiß nicht, ob du ihn gerade hier siehst, aber der macht hier voll einen auf. Juhu, endlich mein Schiff. Ja, wir sind jetzt dabei, hier unsere Kakaoinsel zu besiedeln. Und natürlich ist Dagomir mit dabei, bevor ich das auch noch wieder vergesse. Hallöchen, ja, ich habe ja schon reingelächelt. Den Flipper, ja, ich sehe ihn tatsächlich. Also, ja, vielen Dank, Team View, dass das heute auch klappt. Juhu. Genau, so, und apropos, was haben wir noch gar nicht gezeigt? Es gibt ja so kleine Gimmicks, die kann man ja ruhig mal gerne zeigen. Achte mal auf die kleinen Krabbenkrebse hier am Strandl. Ja, sehe ich. Also, ja. Haben sie sich auch wieder. Wir hatten ja das schon öfters bei anderen Spielen, Detailreichtum und so. Kann man sich bei anderen nicht beschweren. Das müsste jetzt eigentlich, wenn ich jetzt. Oder war es das 14-4er? Verdammt, dann war es das 14-4er. Entschuldigung, es passiert nichts. Wenn man in Anno 1404 irgendwas hinbaut, dann rennen die Tiere weg. Hilfe! Na, mittlerweile rennen sie einfach unter dem Gebäude weiter. Das macht ja nichts. Ja, Gott, ja. Gut. Wir haben auch Elefanten und einen Gorilla, meine ich, auch gesehen zu haben. Ja, da steht da noch. Zebra sehe ich hier. Was auch noch? Gorilla? Also ich weiß, es gibt Gorillas, ja, aber... Den haben wir beim letzten Mal, glaube ich, schon gesehen, wo wir die Insel entdeckt haben. Aber ich habe ihn schon gesehen, genau. Gut. Dann tut es uns leid, aber wir müssen so ein bisschen da was ranbauen. Liebe Leute. Ja. Ich nehme Tieren ungern den Lebensraum weg, aber das machen die Menschen nun mal. Expansionswahn und so. Mhm. So. Ich versuche auch mal hier südlich, wo die keine Tiere sind, das hinzusetzen. Zwei Farmen? Damit zumindest mal anfangen und gucken, ob es reicht. Wobei, wie viel haben wir vom Honig? Vier. Sollen wir dann da nicht auch vier? Damit's ja, ich bin aber der Meinung, dass Kakao schneller produziert war als der Honig. Deswegen wollte ich ja eigentlich mal. Ich hätte jetzt eigentlich in der Pause mal reingucken können in die Produktionsliste. Hättest ja mal gucken können, wenn du eine hast. Wir haben natürlich sie auch nicht, aber ich hätte sie jetzt gegoggelt. Du hättest sie wahrscheinlich schneller gefunden, weil du sie schon mal hattest. Gut, sei es drum. Jetzt haben wir nicht geguckt. Jetzt ziehen wir. Wir probieren einfach aus. Learning by doing, komm. Muss auch nicht alles perfekt sein. Das findet man ja im Nachhinein auch besser dann raus. So, dann machen wir doch mal aus der Neptun. Eine Neptuner? Nee. Die Schokoschaukel. Mhm. Schokoladenboot. Ja. So, und karren mal alles nach Halsund. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Und da machen wir dann unsere Produktionsstätte. Genau, also wir karren von hier oben nach da unten und von hier unten nach da oben. Genau. Im Prinzip könnten wir eigentlich derjenigen, dessen welcher hier die Lampenöle transportiert. Der kann dann einen Zwischenstopp machen und den ganzen Honig mitnehmen, oder? Wieso ein Zwischenstopp? Das ist auf derselben Insel. So. Hier oder so. Sowohl Honig als auch Wale. Ach stimmt, Drehmünden. Ja gut, dann stellen wir das dem doch einfach ein. Boah. Müssen wir nur noch einfangen wahrscheinlich. Und fangen wir erstmal mit Bergenfurt an, der nimmt jetzt mit hier Honig. Das Kakao? Ja, meine ich. Ich weiß, deshalb, ich habe es nur einfach, damit es vollständig ist und so. Hm. Ja. So. Schokoschaukel ist schon aktiv. Sehr schön. So, dann heißt jetzt hier mal zum Lampenöler, verdammt. Lampenöler Honig. Ich weiß nicht, ob du findest, was für den Film passt. Oh, nee. Honigöl. So? Honigöler? Ja. Ich taufe dich auf den Namen Honigöler. Im Nomen Patris et Spiritus Sancti. Und der Buddel voll rum, ja. Nicht? Das war POCT. Nee, POTC rum, andersrum. Wir müssen es nur noch einstellen, dann, dass er auch den Honig mitnimmt, der Gute. Mhm. Gut. Machen wir mal.
Ein Warenvorrat geht zur Neige. Alkohol geht zur Neige? Ach, kommt, Leute. Nicht schon wieder. Geht das wieder los? Die saufen uns noch die Haare vom Kopf. Aber ich darf noch ein Schiff bauen, weil ich kann es mir frei haben, was die mich mal... Ich shampoonisiere meine Haare nie wieder mit Bier, wenn die mir noch die Haare vom Kopf saufen. Ach ja. Ja gut, ich meine, das Material haben wir ja hier eigentlich, dann bauen wir einfach noch mehr hiervon hin. Ja, die müssen es einfach nur rechtzeitig anliefern. Jo. Ist wohl eher das Problem. Ein Warenvorrat geht zur Neige. Nahrung so. Auch noch. Oh Gott, oh Gott. Hier war doch eben noch 28. Hier sind immer noch 13. Wo soll denn bitte schön die Nahrung jetzt zur Neige gehen? Ich meine, sie wird weniger, okay. Aber sie ist massiv weniger geworden. Ich weiß wirklich, dass in der letzten Folge stand dann noch 28. Das ist okay, das heißt, wir sollten vielleicht wirklich noch so einen Fischgrund vielleicht da noch in der Handelsroute vielleicht das noch mit reinbauen oder halt eben unsere Nahrungskette mal nochmal überdenken zumindest. Ja, ich bin gerade am Überlegen. Ich versuche jetzt hier mal ein bisschen Platz zu schaffen. Und dann versuchen wir hier mal so noch zwei weitere Farmen, noch eine Mühle und noch einen Bäcker hinzukriegen, weil ich glaube, Bäcker sind, das sind schon hier die effektivste und schnellste Masche nachher am Ende, die Nahrung zu bekommen. Sprengmeister ist mit dem Ergebnis zufrieden. Ja, wir noch nicht so richtig, oder? Wieso? Hat doch hier schon. Wo ist die Bildübertragung so sehr hinterher? Eigentlich schon, aber ist das schon so, dass man es bebauen kann? Da rechts auch? Hast du nicht rechts auch irgendwas in die Luft gesprengt? Nee, ich kann immer nur einen Felsen zur Zeit und dann muss ich es wieder aufladen. Okay, okay. Das dauert dann scheinbar 5 Minuten, wenn ich jetzt die grob raufrechne. Dann bin ich zufrieden. Ebenso wie der Sprengmeister. Gut, dann du hast die Zeit, dann gib mir doch mal in 5 Minuten Bescheid, dann spreng ich den. In 5 Minuten? Ja, gut. In 5 Minuten. Ich versuch's. Ja. Gut. Was machen wir bis dahin? Weiß kein Mensch. Doch, hier. Pralinenmacher. Was hast du sonst noch so vor heute? Weiß nicht. Bisschen Smalltalk. Bisschen quatschen. Nee. Boah, nee. Anime ist auch nicht gut. Mehr oder weniger schlecht. Wo können wir denn mal? Wo ist denn hier noch Platz? Wo fällt's nicht so auf? Auffallen tut er vermutlich überall. Vielleicht am Kontor? Haben wir im Kontor noch Platz? Na, guck mal hier. Ja. Das ist doch, also mein, näher ist der Arbeitsweg dann erstmal nicht, also nö. Geht nicht. Aber wir haben auch so viel Geld, wir könnten ja mal so ein bisschen rein zur optischen Verschönerung und so. Ja, ein paar normale, gute Wege anlegen. Mhm. Vielleicht mal dieses U da raus machen. Ich habe mir auch gerade überlegt, was das eigentlich soll. Nee, wo war denn jetzt hier noch, achso. Profis am Werk finden noch nicht mal das Abreißtool. bei dir ist halt noch die Besonderheit, du heißt dann halt auch noch Anno. Ja, das ist dann ja auch noch. Das reißt mich noch rein, ja. Vorteil ist bei mir, ist es, weißt du, bei mir erwarten die Leute das in dem Fall gar nicht, weil ich halt nicht Anno heiße. Das ist ja gut. Würde ich nämlich Anno heißen, würden sie vom. Nein, Gott. Jetzt ist aber auch mal gut. Wenn sie es pro Folge erwarten. Für jede Folge. Ja. So. Die ganze Zeit überlegen, wo man hier später eigentlich den Senat hinbauen soll. Rein platztechnisch. Der ist nämlich ziemlich groß. Ich fürchte, wir müssen da irgendwie umbauen. Fürchte ich auch. Wobei leider nur die Schule. Also ich glaube, das müsste hier eigentlich genau reingehen. Aber mal gucken. Wir werden uns was einfallen lassen. Wie wir uns noch nie was haben einfallen lassen. Ja, so wie noch nie zuvor wir uns etwas haben einfallen lassen. Wisst Bescheid. Gut. Eine Rohstoffader ist versiegt. Die Produktion, wie sieht es denn eigentlich aus? Kommt da eventuell vielleicht sogar schon was an bei den Bürgern? Von den Pralinen?
Ist überhaupt schon Honig und das Zeug da? Ja. Müsste ja eigentlich schon. Es ist eine Tonne Pralinen im Lager. Weißt du, wie schnell die weg ist? Ich möchte es mir gar nicht ausmalen, wie schnell die weg ist. Ich auch nicht. Wieso brauche ich das jetzt zu, weiß ich gar nicht. Obwohl ich ihm gesagt habe, das ist nicht der Platz zu. Egal. Aber sieht schick aus. Ja, notfalls wird es halt wieder abgerissen. Aber ich dachte mal, ich kann hier nicht so eine Lücke lassen. Das sah auch blöd aus. Mhm. Gut. Ja gut, wenn die eine Produktion läuft, was fehlte denn noch? War noch irgendwas, außer damit die sich aufwerten? Aber hatten wir da nicht schon ein Schauspielhaus irgendwo gebaut? Ja, im Norden. Im Süden fehlt noch. Dann die Frage, was machen wir zuerst? Machen wir hier, sprengen wir hier weg und setzen hier das Schauspielhaus rein? Oder wollen wir uns erst um die Nahrung kümmern? Also müssen wir jetzt mal warten, bis diese 5 Minuten oben sind, ne? Ach, guck mal! Hey! Je schneller ihr den Senat errichtet, desto eher können wir über eure Sache entscheiden. Wir machen einfach... Oder wir machen einfach eins, ja. Da reicht theoretisch was, ja... Was fehlt uns denn? Stein, ne? Ziegel, ja. Sag mal, Stein. Ja, es ist Ziegel in Anna. Es ist Stein, in den nächsten heißt es Leben. Vor allem, es heißt ein... Es fehlt eins. Ja, toll. Alles klar. Uns fehlt ein Ziegel ein zum Betrieb Haus dieses Bauses, ja. Mehr. Zum Haus dieses Bauses. Hm? Habe ich mich so versprochen? Nein. Ja, doch. Ich fürchte schon. Zumindest habe ich mich so, habe ich so gehört. Habe ich mich so verhört? Hm. Ich hoffe, nein. Ihr werdet es ja sehen. In die Kommentare? Nein. Also die 5 Minuten sollten zumindest bald oben sein. Ich bin jetzt gleich bei 12 Minuten. Das kann so lange nicht mehr dauern. Klingt das schon mal vielversprechend. Ja, jetzt haben wir 5 Minuten kurz mal hier... totgesappelt. Mir hat das passende Wort irgendwie gefehlt, aber ja. So, du darfst entscheiden. Obwohl, eigentlich, wir haben hier oben... Nimm das rechte Symbol. Nee, Eine Produktion, den Baum müssen wir gar nicht, oder? Nichts drüber. Hä? Wieso kann ich den da nicht abreißen? Ach Mann, der steht mir voll im Weg. Kannst den Baum nicht abreißen, aber kannst ihn auch nicht überbauen. Hm. Interessant. Gibt's ein Holzfäller-Ding vielleicht? Nicht? Eher weniger. Ja, theoretisch schon eher da bei den. Oder was? Du meinst jetzt, ob wir erst Nahrung machen oder erst Schauspiel? Ja, aber es bringt mir nichts mehr, wenn ich diese zwei hier, obwohl könnte die Felder näher ranrücken. Ach, verdammt. Ich weiß es auch nicht. Warte mal, kriege ich hier hinten zwei Felder unter? Ist das so Platz, wie es hier ausgelegt war? Oh, guck mal, einer an. Dann müssen wir das ja gar nicht. Hey, dann können wir gleich zum Schauspiel auskommen. Pa! Dann fangen wir sowas gar nicht erst an. Vor allem, da ist ja auch die Frage, ob dann ein Feld wirklich reingepasst hätte. Wahrscheinlich auch ein bisschen knapp geworden, oder? Ja. Ja, ich hätte sie dann einfach verlegt, dass ich dann oben halt noch eins mehr ran bekomme. Muss auch eigentlich komisch sein, du wohnst hier und auf einmal sprengt neben dir hier mal den ganzen Berg weg. Und dann ist es so eine flache grüne Wiese. Vor allem grüne Wiese. Ja. Und dann Berg. Wer schon mal bei einer Sprengung dabei war oder zumindest zugeschaut hat oder ein Video davon gesehen hat, weiß, da ist dann keine grüne Wiese mehr erstmal für ein paar Monate. Oder wegen mir mehrere Wochen zumindest. Mhm. Ja. Aber hey. Ja. Wir sind bei Anno. Da ist immer saftig grüne Wiese. So, permanent. Sozusagen. Außer bei 2070. Muss ich ja immer wieder mit betonen. Einer ihrer Betriebe steht. Was? Keine grünen Wiesen bei Anno 2070? Doch. Nicht immer. So. Wie war nochmal drehen? So, ne? Wie sieht denn das schön aus? Ich mache jetzt hier voll einen auf Schönbau-Episode. Mhm. Zack, zack. So. Denk mal, das so soll dann lang. Ich hoffe doch auch. Gut. Schauspielhaus hast du auch schon. Nein. Thank you for remindering und so. Das war ein dezenter Hinweis. Was, das war jetzt auch wieder so.
Subtile Subtilität. Voll subtil. Ein Warenvorrat geht zur Neige. Gut, aber dann sollten die sich ja eigentlich... Wieso geht jetzt schon wieder Alkohol? Kommt zum Erliegen. Wieso geht die Produktion zum Erliegen? Weil der Lehm leer ist, ja? Ja. Kein Gut, Lehm das mehr. Das ist nachvollziehbar zumindest, ja? Aber beim Alkohol... Also Alkohol ist ja mittlerweile schon krass, was da... Lass die wegsaufen, sag's ruhig. Also die müssen hier voll, das... Im Prinzip müssen die alle depressiv sein, so wie die saufen. Wir können bald ein nächstes Schiff nochmal, das dann auch nochmal Alkohol produziert, wenn das andere gerade drüben ist. Oder Alkohol abholt. Wobei, so viel produzieren wir gar nicht, oder? Ja, wir produzieren... Also das Schiff nimmt ja gar nicht so viel mit. Ja, ich sag ja. Wir produzieren gar nicht so viel. Wie die wegtrinken da drüben. 10 Tonnen... Also 10 Tonnen werden auf dieser kurzen Strecke von hier... nach hier weggesoffen. Das ist krass. Wir können los. Das sind voll die Russen, ey. Habe soeben das Wort Saufkopf entgegennehmen müssen. Große Lanoa, von wem? Ja. Wer es kennt? Otto, Falkes. Ich kenn's jetzt. Wir sind bereit. Wozu nehme ich Ziegel mit? Brauche ich gar nicht für die Ziegelproduktion, oder? Wäre unsinnig. Den guten Klassiker... von Otto, wo die Körper, wo der Körper ineinander kommuniziert. Nope. Ich schick dir nachher den YouTube-Link. Okay. Gut. So, jetzt die große geheimnisvolle Frage. Sollen wir hier nochmal es wagen, die Leute damit zu bedrohen, hier Lehm abzubauen auf der Hauptinsel? Ja. Das ist nur eine Grube, Tatsache. Die Frage ist, sollten wir mal vielleicht ein, zwei, dreimal aufwerten und gucken, ob wir dann schon den Senat bauen können und davon oder abhängig so machen, ob wir das überhaupt, naja, brauchen vielleicht schon, aber es gibt ja auch noch andere Inseln. Notfalls verlegen wir es halt auf nochmal eine. Wir hatten doch nochmal irgendwo eine Insel mit zwei unbenutzten Gruben. Soweit ich weiß, genau. So, ich mach das jetzt ja mal eben schnell, weil ja. Wir sonst eigentlich gar kein Lehm mehr haben. Mhm. Geht ja auch schnell zum Glück. Haben wir ja zumindest mal in Produktion wieder. Jo. In so unser Warensortiment aufgenommen. So. Gut, dann wäre das auch schon mal erledigt. Also wie gesagt, es geht ja, glaube ich, auch relativ zügig wieder. Dann lass uns doch mal noch Gebäude aufwerten dann gleich. Ja, wir können ja mal gucken, wenn ich ein, zwei aufwerte, ob das schon langt für den Senatsbau. Theoretisch müsste es reichen, weil du ja eigentlich bloß auf Zugriff auf das Baumenü brauchst. Da wird wahrscheinlich eins sogar schon reichen, oder? Weil es stand ja kein Ziel, dass wir jetzt die dann auch noch brauchen. Ja. Als Zielvorgabe. Ihr halt, wir müssen den Senat bauen. Wir hatten Herrn Hallquist diese Änderungen bereits vorgeschlagen. Aber er hatte ja Stadtbewohner, genau. Dieses eigenartige Artefakt im Kopf. Okay. Stadtbewohner sind sehr glücklich. Total. So, Baumenü, eröffne dich. Senat, wo bist du? Hier. Ja. 1400 Leute brauchen wir. Yay. Oh Mann. Ey, die Stille bei dir hat deine Verzweiflung völlig ausgedrückt und Pralinen sind gleich null. Yay. Okay, also ich glaube, die Produktion in der Stadt ist trotzdem gestorben, weil sonst kriegen wir die nie zufrieden. Falls du weißt, was ich meine. Was meinst du über die Produktion in der Stadt? Die Lehmproduktion, so, die wir noch vorhanden, aber das haben wir ja eh schon verschoben eigentlich. Okay. Das heißt, wir müssen quasi mehr als die Hälfte unserer Bevölkerung in Kaufleute umwandeln. Ihr müsst sie unversehrt zurückbringen. Sie haben das Schiff für unsere Heimreise gestohlen, ein Traum, um sich an Diego del Toro zu rächen. Und nun steuern sie direkt auf diese gefährliche Kriegsflotte zu. Gott, was? Bitte, was? Schiffflüchtige sollen wir vor der schwarzen Flotte retten. Wie das denn? Hier ist irgendwas rot. Ja. Ja, verdammt. Das Spiel aber auch mit der Maus nicht mehr funktioniert. Fahrt aufnehmen. Nee, rot.
Ich helfe gern mit Waren aus. Ist das Flüchtlingsschiff oder was? Ich werde euch weiter. Nee, sie handelt doch nur mit. Ah, da unten ist das Flüchtlingsschiff. So rum. Ah, okay. So, ich pack dich da jetzt, also dieses andere Ding hier mal eben schnell auf Route 1. Sonst haben wir gleich gar keinen Alkohol mehr. Ist minimal unübersichtlich gerade, aber hey. So, weil der Rote ist jetzt nämlich hier auf in Richtung Blau unterwegs, oder? Und will den platt machen. Kommen wir ja eh nicht hinterher. Egal, was wir da hier. Es kann sofort losgehen. Ja, aber das Schiff ist doch sehr langsam hier, oder? Wird ausgefüllt. So, was zerstören? Was sollen wir denn damit machen? Keine Ahnung. Nee, ganz kurz. Das Schiff ist unter. Wohin geht es? Ist das Schiff nicht unterwegs? Handelsroute läuft. Läuft nicht. Eben nicht. Was machst du denn da eigentlich, Schiff? Wohin geht's? Yeah. Hallo? Ahoi. Beeil dich. Hallo? Nee. Wir warten. Und eigentlich eher das. Okay, das war's. Nee. Hey, ist es das hier? Es ist zum Glück ja nicht irgendwie unübersichtlich gerade. Was war denn dann das Rote? Das war die Frau, ne? Ja, ja. Also es ist das Blaue, oder wie? Ja. So, Kahn, komm mal in die Pötte hier hinten. Wir müssen es quasi nur einholen, oder wie? Ich hoffe, ich weiß nicht, also ich kann es nicht angreifen. Wenn ich draufklicke, passiert auch nicht viel. Also ich kann hier mal, warte, machen wir mal hier mal in Slow Motion. Sollst du ja zum Glück auch nicht angreifen, du sollst sie ja retten. Und nicht. Wenn die Flüchtigen retten wollen, machen sie deren Schiff ausfindig und geleiten sie es zurück zur Flüchtlingsinsel. Nee, okay. Warte auf Anweisung. Wo ist die Flüchtlingsinsel doch gleich nochmal? Ein Glück, dass ihr unsere Leute gefunden habt. Ich denke, sie haben sich etwas abgekühlt und ihre Mission gelernt. Sie werden euch bereitwillig folgen. Achso. So, wo kriegen wir raus, wo die Flüchtlingsinsel ist? Seid bedankt, dass ihr euch unserer Lieben annehmt. Okay, wird markiert. Bitte geleitet sie sicher hierher zurück. Oder? Die hier müsste es sein, die blaue. Eine Produktion kommt. Die Feuerwehrleuten in der Insel von den Flüchtigen aus der verbrannten Stadt. Oh, ich fürchte. Ja. Die Ärmsten. Ja. Gut, da wäre ich jetzt langsam, also nach so vielen Jahren auch mal irgendwann geflüchtet. Mhm. So, wir sind übrigens bei 23 Minuten gleich. Oh, okay. Just for the plan und so. Ihre Bewohner sind unzufrieden und protestieren gegen die Missstände. Was? Wo? Okay, das sollten wir vielleicht noch mal ganz schnell klären. Weswegen seid ihr so? Kein Alkohol. Warum nur? Ich hab dich doch hier. Was ist denn jetzt hier? Route 4. Nein, du sollst Route 1. Und dann ich hoffe, ihr seid an einem Geschäft interessiert. Was ist das jetzt hier? Route 4 kann gelöscht werden. So. Ja. Das ist die falsche. Die da. Die Neptun. Oder? Und dann gib Hackengas. Handelsschiff, ahoi. Geht der jetzt gerade nicht ganz durch? Nicht neu. Wieso macht die jetzt mal eine neue Route? Da. Neptun 2. Starten. Na, geht doch. Oh Gott! Das war immer hier, weißt du? Die Flüchtlingen sind übrigens angekommen. Nee, was hat sie denn an Bord? 18 Tonnen Ambra. Ihre Siedlung in Brand zu stecken. Ambra, ist das Alkohol? Weiß ich nicht. Ein Fest. Der Mob ist draußen. Ja, kaufen wir mal. Jungen Abenteurer Ambra sind ist dieses. Was ist das hier? Eine oder große Last das hier ist Ambra. Genommen. Gott segne euch. Okay. Whatever. Yeah. Aber hey. Naja. Gib Hackengas. Wir können los. Ja, haben wir mal was produzieren können in der Zeit. Ja, es wird trotzdem innerhalb kürzester Zeit wieder weggetrunken sein, so wie ich sie kenne. Der Mob ist drauf. Ja, nicht die Stadt anzünden, nicht die Stadt anzünden, nicht die Stadt anzünden, nicht die Stadt anzünden. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Und sie machen es doch. Die Bevölkerung läuft randalierend durch die Straßen. Eben war es noch so glücklich. Echt? Leute, es gibt Alkohol. Geht zurück in die Kneipen, besauft euch, tut was.
Aber doch nicht, weißt du? Ich würde es ganz gerne wieder friedlich beenden. Wieso, wo sind wir zeitlich? 25 mittlerweile. Aufstand beendet? Nope. Ich spule mal vor, vielleicht. Beruhigen Sie sich wieder, wenn Sie Alkohol in den Kiemen haben. Wir brauchen den Senat, um sie ziehen noch so ein bisschen wütend durch die Stadt gerade. Aber hier, guck mal, hier, da schunkeln sie wieder besoffen. Oh, und das Symbol ist auch weg, wenn ich sehe, oder? Volk ist besoffen, unser Ziel ist erreicht. Besänftigt, besoffen, wie auch immer, ihr wisst Bescheid. Besänftigt und besoffen ist sehr nah aneinander, sehe ich gerade. Solange es Alkohol gibt, gibt es keinen Aufstand. Okay, in diesem Sinne müssen wir können wir die Folge jetzt aber, glaube ich, beenden, oder? Jetzt ja. Jetzt bin ich wieder glücklich, jetzt ist es voll glücklich, jetzt können wir hier voll ein auf glücklich tun und so. Dann kann ich mich ja nur anschließen, dass ich auch glücklich bin. Ja. Dann von meiner Seite aus, Hummel, muss, macht sich Glifflüt und du hast die letzten Worte. Ich halte mich auch kurz. Seid wieder beim nächsten Mal mit dabei und bis dann. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.